Der größte Feiertag im Jahr des Phantasten, zumindest bei mir, ist angebrochen. Und es geht ganz kurz heute mal nicht um Bücher. Was heißt ganz kurz? Den ganzen Film über geht es nicht um Bücher, sondern um die zweitwichtigste Sache von Halloween, nämlich die Süßigkeiten. Ich habe euch ein paar mitgebracht und werde euch die hier vorstellen. Und genauso wie letztes Jahr werde ich einige von denen in ein Paket packen und verlosen. Die Verlosungsfrage findet ihr gleich und auch am Ende nochmal eingeblendet. Und ich fange jetzt gleich an mit dem Ausprobieren. So, ich habe hier eine Riesenkiste. Das erste ist, glaube ich, einfach nur so ein bisschen auf Halloween getrimmt, ohne jetzt wirklich was Halloweeniges zu sein. Man sieht da zwei böse Katzen und das ist offenbar sowas wie Cotton Candy, also Zuckerwatte. Ich werde das jetzt hier live öffnen. Achso, ich sage das jetzt lieber nochmal dazu. Das habe ich alles selbst gekauft über einen Online-Versand, der auch Süßigkeiten aus Übersee hat. Also ein bisschen mal was Interessanteres. Und dazu gehören jetzt auch diese Cotton Candies, die jetzt hier ja, durchgefallen. Ach ne, hier steht Tier. So. Achso, in das Paket tue ich natürlich keine Sachen rein, die offen sind. Boah, das riecht ja schon mal schlecht. Boah. Ja, hier ist tatsächlich Zuckerwatte drin, in einem Ballen. Seht ihr das? Also, boah, das ist ja eklig, ey. Wie echte Zuckerwatte zergeht das natürlich hier auf der Zunge. Boah, ne. Das soll wohl Apfel und Blaubeere sein. Schmeckt aber wie blaue Chemie und grüne Chemie. Nee, das tue ich auch nicht ins Paket rein. Das ist ja ekelerregend. Bah. Gut, kommen wir mit dem nächsten. Von Pieps. Das sind Marshmallows in Geisterform, wie man hier sehen kann. Die sehen ganz nett aus. Da sind, das steht auch hier drauf, drei Geister drin. Ich mache das jetzt mal auf. Ich habe noch ein unverpacktes. Jetzt klebt hier überall diese Zuckerwatte. Bah. Also offenbar ist bei den Amis ist ganz wichtig, dass man die Sachen so verpackt, dass man sie da nicht mehr rauskriegt. So, drei Marshmallow-Geister sind hier drin. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Ich zeige es jetzt auch noch mal in groß. Und ich werde mal das eine von denen probieren. Das sind drei Punkte Schokolade drin, also als Augen. Okay, das schmeckt einfach wie Marshmallow, sehr weich und hat tatsächlich sonst überhaupt keinen Geschmack. So, hier ist noch ein ungeöffnetes Cotton Candy, also wenn ihr das Paket gewinnt, freut euch drauf, ihr kriegt es doch, ich will es nämlich loswerden. Boah, ne. Ein Klassiker an Halloween, immer mal wieder zu sehen, sind die Glotzer, hier seht ihr es. Ich mache auch die mal auf. Die kann man auch einzeln verpacken und verschenken. Das ist hier so ein Auge. Und das ist, warte mal, ein bisschen albern sein. Genug albern gewesen. Also das ist nichts anderes als Weingummi. Man macht das hier an der Seite auf. Und hat dann einen Augapfel. Sehr weich, wie man hier sieht, und riecht nach irgendwas. Es hat eine blutige Füllung. Kann man das sehen? Man muss das schnell essen. Man spricht nicht mit vollem Mund. Das nächste war in einem großen Karton drin. Und nennt sich Afhuketfinger. Das kommt irgendwo aus irgendwelchen nordischen Ländern. Abgebildet darauf, ich werde das jetzt nicht alles fressen. Abgebildet ist da ein Finger, wie man sieht. Und ich glaube, auch das ist Marshmallow. Ich öffne es mal. So.
tatsächlich, es ist nichts anderes als ein Marshmallow-Finger, wie man hier sehen kann. Relativ lebensecht. Warum der unten rot ist und oben weiß, weiß ich nicht. Macht aber nichts. Das wiederum ist sehr festes Marshmallow. Und das schmeckt dann auch so ein bisschen nach Vanille. Es hat also ein bisschen Geschmack im Gegensatz zu den Geistern, die einen eher geisterhaften Geschmack hatten. Ich esse das jetzt nicht zu Ende, sonst wird mir hier schlecht. So, und hier haben wir noch was. Trolli Sour Bright Candy Corn. Da ich das ja verlosen möchte, mache ich das jetzt einfach mal nicht auf. Das ist so ganz saures und sehr, sehr festes Weingummi. Ich mache es jetzt nicht auf. Was haben wir denn noch? Wir haben die berühmten Haribo Vampire. Man kann es hier sehen. Ich wäre gern mal zu Haribo gegangen und hätte euch gezeigt, wie man das herstellt, aber da bleiben die Türen für Blogger verschlossen. Man darf da nicht rein und man darf auch nichts zeigen. Aber wie Weingummi hergestellt wird, es gibt da, glaube ich, genügend Filme im Internet. So, das nächste sind auch nochmal Augen. Also dieses Jahr geht es um Augen. Gott, hoffentlich kann man mich überhaupt hören. Und das ist aber diesmal Schokolade. Also ich hole das jetzt mal raus. Ein Augapfel. Und wenn man den aufmacht, also ich glaube jetzt in den nächsten 10 Minuten habe ich echt die komplette Dosis an Zucker und Kohlehydrate für die nächsten 2 Wochen. Also das ist eigentlich nichts anderes als ein Schokoladenei. An Ostern wird das wahrscheinlich einfach anders verpackt. Und da ist Milchcreme drin. Dasselbe in grün, und zwar wirklich in grün, wie die Geisterchen sind diese Zombie-Köpfe. Ich weiß jetzt nicht, soll ich es aufmachen? Ja. Mom. Nee. Krieg's nicht auf. So, jetzt haben wir noch ein paar Sachen, die völlig abgedreht sind. Und zwar sind das Brain Lickers. Davon habe ich auch ein paar gekauft und habe schon mal eins anfänglich ausgepackt. Brain Lickers ist eine Art Deo für den Mund. Jetzt habe ich auch noch Schokolade im Mund, muss warten. Man sieht hier, es ist sehr, sehr schön gestaltet. Einfach außergewöhnlich schön. Und man kann damit Gehirn ausschlecken. Dieses hier habe ich schon mal geöffnet und es ausprobiert. Und das sieht auch tatsächlich aus wie so ein Deo. Da ist so eine Flüssigkeit drin. Und so ein Ball. Und man streicht das dann über die Zunge. Mmh. Irgendwas Blaues, was entfernt nach künstlicher Heidelbeere schmeckt. Ist auch eins im Paket drin. Viel Spaß. Und dann habe ich noch was völlig abgedrehtes. Das sind hier diese Skull Spray, nennt sich das. Das ist original verpackt, das ist schon geöffnet. Und das ist tatsächlich ein Spray mit irgendeiner süßen Flüssigkeit drin. Man kann, das sieht halt aus wie ein Spray und das sprüht man sich dann in den Mund. Achtung. Es ist tatsächlich farblos und schmeckt, wie könnte es anders sein, nach Heidelbeere. Ich weiß nicht, wie das Grüne schmeckt, das müsst ihr mir dann sagen. Das ist hier dieser, hier steht das drauf, Apfel. Das ist Apfel und das ist Blue Raspberry. Okay, dann passt das ja. Also eins davon, das Unverpackte, ist bei euch auch im Paket mit drin. Und jetzt als letztes, habe ich noch nicht aufgemacht, Toxic Waste Green Sour Canyon Candy. Das mache ich jetzt mal auf. Das ist dann das Einzige, was ihr unverpackt bekommt. Ihr müsst das dann auf eigene Gefahr essen und bei den Kindern aufpassen und sowas. Also das ist, sieht aus wie so eine, ja, wie so eine grüne, wie nennt man sowas? Keine Ahnung, Ölfass oder sowas. Und oben ist ein Deckel, der natürlich auch wieder nicht... Ah, jetzt geht er auf. Und da drin sind diese kleinen, also wirklich sehr kleinen Bonbons, die wahrscheinlich unglaublich sauer sind. Geschmacksrichtung Kiwi. Also mal... Geschmacksrichtung Kiwi. Also mal nicht Blaubeere. Ich werde jetzt mal anfänglich eins probieren. Mal sehen, ob das wirklich so sauer ist, wie das heißt. Sieht eigentlich aus wie ein ganz normales Pfefferminzbonbon. Ach Mann, also.
Oh Gott, ey. Also, man muss den ja lassen. Wenn da drauf steht, es ist sauer, dann ist es echt mega sauer. Boah. Ja, viel Spaß damit. Passt bei Kindern da echt auf, nicht, dass die sich verletzen, seelisch oder körperlich. Ja, ich glaube, das war es auch schon fast. Das meiste davon packe ich euch jetzt in ein Paket. Die Frage, die ihr beantworten müsst, ist hier unten eingeblendet. Ein einziger Mensch hat natürlich nur die Chance, das zu gewinnen. Ich fände es super, wenn der vom Vorjahr nicht mitmachen würde, aber er kann natürlich. Es ist für jeden offen. Rechtsweg ist ausgeschlossen und so weiter und so fort. Der Zufallsgenerator wird einen Namen rauspicken und derjenige bekommt das dann. Ja, ich wünsche euch alle wunderschönes Halloween. Gruselt euch, geistert durch die Gegend, macht Trick or Treat, macht irgendwas. Genießt die Kürbiszeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.